Neben mir Matthias Blache, sportlicher Leiter des Okrossitzer Bieler Teams. Ungefähr eine Stunde vorm Start. Wie ist die Sicht eines sportlichen Leiters auf so ein Rennen? Ja, wir freuen uns natürlich, weil so eine große Chance bekommen wir nicht jede Woche. Wir sind stolz, dass wir hier bei der Deutschen Meisterschaft in Chemnitz als Team aus Sachsen am Start sein dürfen und versuchen, das Ganze offensiv anzugehen. Das heißt, es sind insgesamt 11 Runden zu fahren. Ich denke, die ersten 2 Runden wird so ein bisschen zum Einrollen genutzt werden, aber dann wird schon losgefahren, sage ich mal. Ja? Wie ist da eure Taktik? Ja, also gerade für uns sind wahrscheinlich die ersten 2 Runden ziemlich wichtig, weil da oft die Gruppe geht, die Gruppe des Tages. Und da wollen wir natürlich unser Trikot dann auch vorne präsentieren und möglichst dabei sein. Okay, also wirklich gleich von ersten Meter an Attacke und gucken, dass das gleich eine Gruppe formiert. Ja? War noch eine andere Frage bei so einem Rennen. Es geht ungefähr um die 200 Kilometer. Wie viele Platten hat man da so als Team? Ich hoffe null. Also es kommt halt immer ganz auf die Straßenbedingungen drauf an, auf die Jungs, wie sie halt den Schlaglöchern ausweichen oder halt nicht. Ja. Aber bei den Straßen hier habe ich da keine Bedenken, also sollte gut gehen. Okay. Wie schätzt du den Berg in Reichenhain ein? Das wird sicherlich immer für die Vorentscheidung mit sorgen. Was denkst du, welche Wichtigkeit er bei diesem Kurs hat? Ja, auf jeden Fall. Also da werden nicht alle Sprinter rüberkommen. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass hier mehr als 50, 60 Mann am Ende ankommen. Und dann schauen wir mal, wie viele von uns noch dabei sind. Okay, also wir drücken auf jeden Fall die Daumen, dass es so lange wie möglich sich von euch ein Fahrer in der Spitzengruppe hält oder erstmal die Spitzengruppe findet, und wir blicken gespannt auf das Rennen. Ja? Also besten Dank und viel Erfolg. Dankeschön. Danke.